Willkommen zum Erdinger Brauhaus Off-Season Talk. Halloween Spezial. Holt euer Helles aus dem Kühlschrank oder, falls Vampire am Endgerät sitzen, euer frisch geerntetes Blut. Es ist Zeit für News, Action und Gruselgeschichten. Eine aufregend schaurige Show, ihr Warmduscher. Stefan, du bist dran. Jag der Meute Angst und Schrecken ein. Hallo und herzlich willkommen. Heute alles ein bisschen anders. Heute ein bisschen im Halloween-Style. Ich hoffe, dieses wunderschöne Intro hat euch gefallen. Wir sind ja ein bisschen unter die Toten gegangen. Ich hoffe, ja, zum Beispiel, was auch immer das jetzt wieder ist. Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen Lust auf Halloween. Wir haben im Prinzip die ganze Sache nur ein bisschen aufgenommen und ich begrüße heute Abend als Gast wieder natürlich, beziehungsweise als Mitstreiter, den Opu, auch wenn er ein bisschen anders aussieht. Hallo miteinander! Ist das geil. Und ohne Maske, natürlich haben wir auch einen Gast da, der gut informiert ist und vieles weiß. Der Sebastian ist heute Abend auch da. Ja, servus, ich bin da ganz normal heute Abend. Stimmt, jetzt fällt es mir auf, ist ohne Maske. Das ist schon ganz wichtig, ne? Erstmal ein leckeres Erdinger, damit wir auch hier keine trockene Kehle bekommen, damit wir hier schön durch den Abend kommen. Und damit wir auch direkt im Thema sind und alle wissen, worum es auch wirklich geht, Halloween ist ja irgendwo ganz klar, bevor wir mit Football starten, Opu, du bist gut vorbereitet. Hast du denn einen Lieblingshorror- oder Gruselfilm, den du uns mitteilen kannst? Leute, ich muss euch wirklich enttäuschen. Das Thema ist mir ja schon seit ein paar Tagen auf dem Tisch. A, ich hasse Horrorfilme. B, ich habe keinen Lieblingshorrorfilm. Ich war zweimal verheiratet. Horror genug. Ich hoffe, ihr erholt euch von dem Horror. Bei mir ist es der Klassiker Halloween. Ganz simpel. Der Mann mit der Maske, der einfach nur durch die Gegend rennt, wo wenig Blut spritzt, aber ganz viele Leute Angst haben und die Messer nur so durch die Gegend fliegen. Aber erstmal würde ich gerne von euch hören und da ganz spontan von Sebastian, der weiß da nichts von, wenn du ein Team nennen müsstest, das man als Off-Season-Zombie 2024 betiteln könnte, wen würdest du da nehmen? Ich habe zwei Namen, die mir sofort in den Kopf schießen. Für mich ist aber, ich glaube, der größte Zombie sind definitiv die Barcelona Dragons. Dead Man Walking. Du weißt gar nichts, was mit diesem Team gerade abgeht. Also von daher, ja, für mich ist Barcelona. Okay. Opu, was ist bei dir? Ich nenne die anderen. Bei mir sind es die Cologne Centurions. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, es gibt sie, genauso wie bei Zombies. Aber noch nie hat einer sie gesehen irgendwie. keine Ahnung, sind für mich die Cologne Centurions. Ja, scheinbar ist da auch nur noch ein... Naja, da kommen wir dann noch nachher zu. Da habe ich noch eine schöne Idee oder sowas zu. Ja, die auf jeden Fall, ne? Aber ich würde sagen, die, wenn man da so ein bisschen mit reingeht, dann muss man die Seamen dann auch noch vielleicht mit reinnehmen. Weil irgendwie scheint das so... naja, nicht paranormale Aktivität, aber als ob es zwei Dimensionen gibt. Ne? Die Dimension IFL, die wird bespielt, da ist alles. Und die Dimension ELF, die, ja, irgendwie hauen die Spieler eher ab, etc. Also es wird so ein bisschen wie Leichenschändung am lebenden Körper. Vielleicht sind die ja auch völlig raffitückisch da in Mailand und planen das nur völlig andersrum, wie wir das planen würden. Also unser einer würde planen, du hast ein ELF-Team und das IFL-Team ist sowas wie das Aufbauteam. Vielleicht planen die das genau andersrum. Die sind so raffitückisch. Die planen erst das IFL-Team und das ELF-Team ist dann das Aufbauteam. Ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Dann bin ich oder vielleicht gespannt. Müssen die Spieler beide spielen, ILF und ELF. Ja, genau. Weil sie englische Woche im American Football.
Ach ja, aber was ich hier wirklich schön finde, ist dann auch noch diese Umdichtung, ich kann tote Franchises sehen. Ist auch ein sehr schönes Zitat von The Sixth Sense ist das dann. Ja, ich kann tote Menschen sehen. Ja, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Alles andere scheint irgendwie zumindest Puls zu haben. Nennen wir es mal so. Also man kann sie vielleicht nicht als Zombie, vielleicht den einen oder anderen als Hirntod, aber zumindest scheinen sie noch alle anderen Puls zu haben. Bei dem anderen ein bisschen mehr, bei dem anderen wieder ein bisschen weniger. Sodele, dann sind wir schon an einem Zeitpunkt, den wir sonst viel später erreichen. Ich hebe mein Glas und ich muss eben kurz warnen. Der nette Henrik hat mich gebeten, darum zu bitten, dass sollten irgendwelche um diese Uhrzeit nicht mehr vom Computer sitzen sollenden Kinder noch zuschauen, guckt nicht zu, es wird gruselig. Dinger Brauhaus, Top-Sponsor, Top-Bier, Top-Radler, kann ich empfehlen. Schenk dir den Sommer ein. Prost auf die Freundschaft, auf unser Zeit. Ich hab so ein Feeling, so soll es sein. 100% Leichtigkeit. Schenk dir ein und lass den Sommer ein Märchen für uns sein. Cool, stylisch, genau euer Ding. Brooklyn-shop.de ist deine Adresse für Urban Streetwear oder Sportswear. Egal ob angesagte Sneakers oder Trikots deiner Idole aus der NFL oder NBA. Bei Brooklyn findest du alles, was dein Herz begehrt. Nutze zudem den Code FOOTBALL10, um 10% zu sparen. Alle Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung. Das ist, die Melodie von Erdinger Spot ist dann doch die Erleichterung nach einem kreischenden, was auch immer. Also, da habe ich keinen Ohrwurm, muss ich zugeben, von dem. Aber herzlichen Dank an Henrik. Bei der Lautstärke von dem Schrei wäre es absolut möglich gewesen, dass mir Halloween-mäßig Blut aus dem Ohr gelaufen wäre. Eigentlich habe ich den Kopfhörer noch rechtzeitig abgenommen.